Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber ein US-Sender hat Hillary Clinton für tot erklärt. Hier, der Moderator des ABC7-Senders, Joe Torres, hat eine Live-Sendung mit einer Sondermeldung über den Tod der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton begonnen. Good evening, everyone. I'm Sandra Buffett. And I'm Joe Torres. We begin with the breaking news about Hillary Clinton's death. Wir fangen an mit den Nachrichten über Hillary Clintons Tod, sagt dieser Herr Torres. Hören wir nochmal hier rein, da haben wir es nochmal im Original. Also, Achtung. Good evening, everyone. I'm Sandra Buffett. And I'm Joe Torres. We begin with the breaking news about Hillary Clinton's death. Hillary Clinton's doctor has just revealed the presidential... Also, es könnte auch ein Versprecher gewesen sein, denn hören wir das nochmal kurz an. Ja, also erst kommt Hillary Clintons Death. Good evening, everyone. I'm Sandra Buchman. And I'm Joe Torres. We begin with the breaking news about Hillary Clintons death. Okay, bis dahin. Und dann fährt er aber fort. Und das könnte auch eine Verbesserung sein. Hillary Clintons doctor has just revealed the president. Dann sagt er also ganz betont, Hillary Clintons Doktor hat gerade... Hillary Clintons doctor has just revealed the presidential candidate has been diagnosed with pneumonia. That is... Hillary Clintons Doktor hat, verbessert er sich anscheinend, hat gerade enthüllt, dass bei ihr eine Lungenentzündung diagnostiziert wurde. Death Doktor kann schon mal passieren, vor allen Dingen, wenn man sich das nochmal anschaut, wie sie da gewirkt hat, als sie die Gedenkveranstaltung für die Anschläge des 11.09. verlassen musste und hier auf ihren Wagen wartete und versuchte, da einzusteigen. Achtung. Da, sie knickt bereits weg. Sie wirkt wirklich wie ein Dead Body or Dead Meat, wie ein Kommentator gesagt hat. Knickt wieder weg. Wird dann von drei Leuten angepackt. Sie wirkt ganz starksig und steif, aber auch kraftlos. Und hier sackt sie komplett zusammen. Fast hat man hier den Eindruck, das könnte bereits eine Tote sein, die da steht, ja, und die nur noch hier von einer Stange gehalten wird, hier von einem Poller. Die steif wirkt wie ein Stock, keinerlei Gleichgewichtssinn und die dann so schwer ist wie das berühmte Dead Meat und in den Bus gehoben werden muss. So, ich meine, das mag Ihnen vielleicht skurril vorkommen, aber dem amerikanischen Politbusiness, dem amerikanischen Showbusiness, was ja ineinander übergeht, ist einfach alles zuzutrauen. Selbst, dass sie unauffällig eine Tote in einen Wagen hieven wollen, selbst das ist möglich. Aber wissen Sie, warum sie nicht tot ist? Der Grund, warum sie nicht tot ist, das ist ihr aufrechter Kopf. Wahrscheinlich nicht mal bewusstlos. Selbst dann würde der Kopf runterhängen. Das wäre also bei einer Toten oder bei einer Bewusstlosen nicht der Fall. Was also hat diese Frau? Ja? Und verschiedentlich ist ja schon darüber spekuliert worden oder berichtet worden, dass Hillary Clinton unter Parkinson leidet. Das ist also eine neurologische Erkrankung. Da gehört also zu den typischen Parkinson-Symptomen die Muskelsteifheit der Rigor. Und nicht nur das, sondern auch mangelnde Stabilität der aufrechten Körperhaltung. Also, das würde eigentlich genau zu diesem Bild passen, was wir da gesehen haben. Die Frau ist weder bewusstlos noch tot, aber sie kann sich nicht aufrecht halten. Hier, die unbewusst ablaufenden Korrekturbewegungen werden durch die sogenannten Stell- und Haltereflexe gesteuert. Und diese Stell- und Haltereflexe sind bei Parkinson gestört, denn sie können die entsprechenden Muskeln nicht wirklich richtig steuern. Außerdem können plötzliche unvorhergesehene Bewegungen nicht mehr so problemlos aufgefangen werden, weshalb das Risiko für Stürze erhöht ist. Und das ist auch interessant, denn wir haben ja hier in diesem Film, in diesem Video gesehen, dass sich Hillary hier an einem Bordstein befindet. Ja, hier irgendwo ist der Bordstein. Und
speziell wenn sie den gar nicht wirklich wahrgenommen hat. Man sieht auch hier, dass sie hier stürzt, ja, direkt an dem Bordstein. Und das könnte daran liegen, dass das linke Bein bereits nach unten gegangen ist. Und ja, unser einer kann das einfach so abfedern natürlich, wie bei einer Treppe auch. Das macht gar keine Schwierigkeiten. Aber ein Parkinson-Kranker kann da natürlich stürzen, weil er da nicht mehr gegensteuern kann, weil eben die berühmten Stell- und Haltereflexe fehlen. So, jetzt wird's aber spannend, denn von Parkinson war ja nach diesem Zwischenfall gar nicht die Rede, sondern hier hat man uns ja nun erzählt, diese Frau leidet unter einer Lungenentzündung. Das ist ja was ganz anderes. Und warum wird jemand bei einer Lungenentzündung eigentlich steif? Warum fällt jemand dabei eigentlich um? Zunächst wurde das ja als Schwächeanfall verkauft. Später kam man dann mit dieser Erklärung Lungenentzündung. Was sich hier natürlich alle fragen ist, ist denn das jetzt die Wahrheit oder wird hier schon wieder gelogen? Was sind denn eigentlich die Symptome dieser Lungenentzündung? Ne? Der Patient bekommt plötzlich hohes Fieber und hat oft Schüttelfrost. Der Puls beschleunigt sich auf bis zu 120 Schläge pro Minute. Gleichzeitig tritt Husten auf. Und nach kurzer Zeit hustet der Patient eitriges, gelbliches oder grünliches Sputum aus, also den berühmten Auswurf. Nun, jetzt schauen wir mal, ob wir bei Hillary sowas finden. Da finden wir hier diese Aufnahme. Meistens wurde sie nur im Zusammenhang mit Husten zitiert. Und jetzt schauen wir uns mal genau an, was da passiert. Tatsächlich hat sie da einen Hustenanfall, aber das ist noch nicht alles. Let's go to Cleveland! And I want to thank Congresswoman Marsha Fudge for hosting us. Der erste Husterer. Und der zweite Husterer. Und sie hustet weiter. Und jetzt greift sie nach einem Glas Wasser. Ein Glas Wasser, wie es natürlich jeder Redner am Pult hat. Weil durch Aufregung, Anspannung, aber auch durch häufiges Sprechen der Mund austrocknet. So, sie nimmt das Glas Wasser. Sehen Sie mal. Aber sie nimmt nur einen ganz winzig kleinen Schluck. Und jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal in groß an. Eine Wiederholung. So, und jetzt schauen Sie mal diese Mundpartie an. Es wirkt fast so, als hätte sie hier etwas unter der Zunge. So sehen Sie hier. So bewegt man den Mund, wenn man was drin hat. So. Und jetzt greift sie dem Glas Wasser. Achtung. Sehen Sie das hier, dieses grünlich-gelbe? Tut mir leid, wenn ich Ihnen das zumuten muss. Es ist nicht besonders appetitlich. Aber was tut man nicht alles im Dienste der Wahrheit? Also, ran an den Speck. Zupp. Da fluppen zwei Objekte in das Glas hinein. Das heißt, das ist für sie die einzige Möglichkeit, auf der Bühne unter Beobachtung von Publikum und Kameras ihren Auswurf loszuwerden. Dann trinkt sie einen Schluck. Achtung, heißt zwar sehr deutlich jetzt, ne? So, jetzt nochmal in Zeitlupe, Achtung. Eins, zwei. Also auch die gummiartige Konsistenz, ehrlich gesagt, spricht dafür, dass es sich hier um Auswurf handelt. Möglicherweise sogar um eitrigen Auswurf, ja. Also diese Frau ist tatsächlich schwer krank. Diese Diagnose Lungenentzündung könnte richtig sein, könnte die Wahrheit sein. Wenn auch nur die halbe Wahrheit. Jetzt fragt sich natürlich nur, wie passt denn eigentlich die Lungenentzündung zu diesem Parkinson-Verdacht? Besonders interessant ist, dass bei Parkinson auch die Schluckreflexe gestört sind, die Muskeln der Speiseröhre gestört sind, dass hier dann also Schluckbeschwerden auftreten können. Hier darüber hinaus können durch die Schluckstörungen Nahrung, Flüssigkeit oder Speichel in die Lungen gelangen. Dies ist besonders ernst zu nehmen, da sich daraus eine Lungenentzündung entwickeln kann. Da haben wir es. So gehören also Parkinson
und Lungenentzündung zusammen. Und wenn man sich das Gesamtbild anschaut, dann spricht ganz viel dafür, dass Hillary Clinton tatsächlich in Anführungszeichen fertig ist, wie auch einige Kommentatoren das bemerkt haben. Hillary Clinton ist done, konnte man beispielsweise lesen. Und das dürfte auch der Grund sein für die zunehmende Verzweiflung in der Clinton-Kampagne, die ich schon in einem früheren Video angesprochen habe mit dem Namen, warum ich glaube, dass Donald Trump Präsident wird. Okay, das war's von der Heimatfront. Ja, eins noch, bitte unterstützen Sie mich hier auf meiner Website wisniewski.de. Wenn Ihnen meine Arbeit gefällt, hier ist ein Link, da finden Sie alle Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Manche davon kosten Sie keinen Cent extra. Zum Beispiel, wenn Sie Bücher über meine Website kaufen. Hier finden Sie auch meine neuesten Bücher, wie zum Beispiel Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2016 und Ungeklärt, Unheimlich, Unfassbar 2016 nicht zu vergessen. Das Buch mit den spektakulärsten Kriminalfällen des letzten Jahres. Gut, dann sage ich vielen Dank erstmal von der Heimatfront und bis zum nächsten Mal.